Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Heute gibt es den ultimativen Dutch Oven Rezepte Guide. Und das ist nichts Geringeres als eine Anleitung, die euch dabei hilft, jedes Stück Fleisch, sei es Schwein, Pute, Rind, was auch immer, im Dutch Oven auf Anhieb perfekt, schmackhaft und zart hinzubekommen. Das machen wir heute anhand eines Rezeptes mit einem Schweinenacken. Wie gesagt, funktioniert das aber wirklich mit jedem anderen Stück auch. Seid gespannt, bleibt dran, viel Spaß bei dem Video. Los geht's! Dieses Video hier unterteilt sich in 6 ganz simple Schritte und die haben wir euch unten in der Zeitleiste einmal markiert, sodass ihr immer an die Stelle springen könnt beim Nachmachen, die euch gerade besonders interessiert. Und das bedeutet, wir starten direkt rein mit Schritt Nummer 1 und das ist das Anbraten von dem Stück, was ihr nachher im Dutch Oven schmoren wollt. Das ist wichtig, damit wir Röstaromen erzeugen. Röstaromen bedeuten Geschmack und die erzeugen wir am Fleisch selber, aber davon verbleibt auch ein bisschen was im Dutch Oven. Und deswegen braten wir das Fleisch im Dutch Oven an, denn diese Röstaromen, die sich am Boden sammeln, die nutzen wir nachher für den Sud bzw. die Soße, die sich aus dem Dutch Oven ergibt. Unseren Dutch Oven habe ich jetzt schon mal hier auf einen Gasgrill gestellt. Alle Brenner an, auf volle Stufe, maximal vorgeheizt, dass wir die höchstmögliche Temperatur haben. Ihr könnt das Ganze genauso gut mit Briketts oder Kohle machen. Dann einfach unter den Dutch Oven die Zahl, die der Dutch Oven hat, wenn es jetzt ein 12er Dutch Oven ist wie bei mir, 12 Briketts unten drunter legen, den Dutch Oven richtig vorheizen lassen und dann da drin das Fleisch anbraten. Kurzer obligatorischer Hinweis an der Stelle, neben unseren Grillseminaren haben wir mehrmals jährlich hier riesengroße Events. Sei es unser Barbecue-Weihnachtsmarkt, unser Frühlingsfest, Vatertagsgrillen, unser Super Bowl-Event und noch vieles, vieles mehr. Da ist bestimmt was für euch dabei. Wenn ihr Bock habt, hier mal eine richtig geile Party mitzuerleben, schaut mal unten in die Videobeschreibung und meldet euch an bzw. kommt einfach dazu. Je nach Event ist der Eintritt frei oder man zahlt Eintritt, dann bekommt man aber auch richtig geiles Essen und Getränke inklusive. Alles weitere unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter mit dem Rezept. Den Dutch Oven habe ich zuvor einmal richtig schön eingefettet. Ist bei einem Dutch Oven immer wichtig. Durch das Vorheizen jetzt hat sich das Fett natürlich so ein bisschen freigebrannt. Bevor ich jetzt also meinen Schweinenacken reinlege, werde ich den Dutch Oven noch mal ein bisschen einfetten mit Fetttrennspray. Den Schweinenacken selber habe ich mit Wagyu-Fett eingerieben, nachdem ich geguckt habe, dass hier keine Knorpel, Sehnen und hartes Fett mehr dran ist. Also richtig schön mal abstreichen und gucken, ist da irgendwo was und dann abschneiden, was an hartem Fett, an überschüssigem Fett außen dran ist. Wenn Knorpel und Knochenreste dran sind, sowieso. Das erklärt sich von selber. Und diesen Schweinenacken legen wir jetzt in den Dutch Oven rein und werden ihn bei richtig hoher Temperatur mit ordentlich Röstaromen versehen. Ein großer Fehler, der hierbei oft gemacht wird, ist, nicht genügend Röstaromen ranzukriegen. Wir wollen nicht, dass das Fleisch grau ist, wir wollen, dass es braun ist. Mahagonifarben ist die richtige Farbe. Das wird nicht komplett klappen, aber mit voller Leistungsstufe mit dem Schweinenacken werden wir zumindest so viele Röstaromen wie möglich erzeugen. Denn der Schweinenacken wird den Dutch Oven stark runterkühlen. Und deswegen müssen wir gucken, sobald der Dutch Oven kalt ist und wir merken, mehr Röstaromen entstehen nicht, dann holen wir den Schweinenacken oder was auch immer hier drin machen wollt, wieder raus. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Schritt. Der Schweinenacken hat jetzt eine richtig schöne Farbe bekommen. Man hört auch, es zischt nicht mehr so laut wie am Anfang. Und jetzt holen wir den einmal wieder raus. Der Dutch Oven ist ein bisschen runtergekühlt und jetzt kann unser Gemüse rein. Ich nehme immer als Grundlage Zwiebeln, Paprika, Knoblauch. Ihr könnt aber noch so viel mehr verwenden. Ich blende euch hier einfach mal ein paar Vorschläge ein und damit euer Rezept in irgendeine Richtung laufen lassen. Sei es mexikanisch mit Mais und Bohnen oder in eine asiatische Richtung mit Bambussprossen und Co. Wenn das Gemüse jetzt auch ein paar Röstaromen angenommen und an den Dutch Oven abgegeben hat, dann kommt Flüssigkeit ins Spiel. Im nächsten Schritt sorgen wir also, ich in meinem Fall jetzt mit einer Rinderbrühe und etwas passierten Tomaten dafür, dass wir eine richtig schöne Würze bekommen und das Ganze schön schmoren kann, damit das Fleisch nachher sehr zart wird. Ihr könnt auch andere Flüssigkeiten benutzen. Nutzt ihr beispielsweise eine Putenkeule, dann nehmt ihr vielleicht eher einen Geflügelfond oder entsprechend irgendwas, was euch besser gefällt. Ihr könnt aber auch so Sachen nehmen wie Cola. Theoretisch gehen natürlich auch alkoholische Getränke und so weiter und so fort. Ich nutze jetzt hier Rinderbrühe und passierte Tomaten, eine super Grundlage, die ihr auch für alle anderen Rezepte verwenden könnt. Durch die Flüssigkeit kühlt der Dutch Oven nochmal weiter runter, der Bodensatz löst sich ab, der Geschmack, die ganzen Röstaromen kommen jetzt auch in die Flüssigkeit mit rein, die nachher ja die Grundlage für unsere Soße, unseren Sud bildet. Das Fleisch legen wir auch noch oben drauf und jetzt muss das Ganze nur noch gewürzt werden. Dafür nehmen wir uns in der Regel 2 Gewürze, ein Gewürz, was wir für unser
Fleisch ausgesucht haben und eins, was wir für die Soße nutzen. Ich nutze in meinem Fall jetzt für das Fleisch ein Magic Dust, was zu Schweinenacken einfach hervorragend passt, hat eine leichte Süße mit dabei und für den Sud selber, da nehme ich unser Steak Explosion, weil das hat eine leichte pikante Schärfe mit dabei, schön Salz und Pfeffer. Theoretisch könnt ihr auch nur Salz und Pfeffer nehmen, ist aber meistens so ein bisschen langweilig oder ihr verwendet noch Kräuter eurer Wahl mit dazu. Würzmischungen machen es natürlich einfach immer leichter. Von den Mengen her könnt ihr euch einfach vorstellen, ihr wollt einmal den Schweinenacken rubben und ihr wollt einmal die Soße würzen. Und dann nutzt ihr dafür genau diese Menge. Die Gewürze werden sich sowieso in diesem Dutch Oven miteinander verbinden. Alle Aromen werden sich hier miteinander verbinden. Deswegen nach dem Würzen einfach alles miteinander umrühren. Dass man zwei Gewürze nutzt, ist jetzt nur, weil ich will den Schweinenacken, dem will ich das Gewürz geben, was er verdient hat. Dem Sud möchte ich das Gewürz geben, was der Sud verdient hat. Und vermischen wird sich das Ganze sowieso. Da braucht ihr auch keine Sorgen haben, dass das nicht zusammenpasst. Da harmonieren die Gewürze auf jeden Fall gut genug miteinander. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen durchgerührt und jetzt werden wir die Temperatur reduzieren. Das bedeutet, wir drehen hier die mittleren Brenner aus. Ich habe jetzt hier einen 5-Brenner Gasgrill. Das bedeutet, der mittlere ist aus. Die beiden daneben sind auf kleinster Stufe und nur die äußeren sind auf voller Stufe. Wenn ihr Kohle verwendet, dann legt ihr jetzt die doppelte Anzahl an Kohlen, wie der Dutch Oven seine Nummer hat, also bei einem 12er Dutch Oven, 24 Kohlen. Ein Drittel davon unten drunter, zwei Drittel davon oben drauf. Und nach einer halben Stunde schauen wir uns an, ob die Temperatur passt. Wenn das hier drin richtig brodelt, dann ist es zu heiß, dann müssen wir die Temperatur runterregulieren. Wenn es nur ganz leicht am Köcheln ist, dann ist es die richtige Temperatur. Unser Rezept braucht jetzt ungefähr 3 Stunden, bis es fertig ist. Denn nach 3 Stunden können wir es richtig schön pullen, zerfleddern. Es ist quasi wie ein Pulled Pork in unserem Falle, in diesem Sud, in dieser würzig-aromatischen Soße. Die können wir danach auch noch ein bisschen einreduzieren lassen. Dazu kommen wir aber noch im Laufe des Videos, wenn ihr seht, dass das Ganze fertig ist. Wichtig ist, dass es währenddessen nicht zu heiß wird, dass die Flüssigkeit nicht verloren geht, dass das Fleisch da drin aber auch nicht zu stark kocht. Ansonsten wird es ein bisschen trocken und nicht so, wie wir es uns wünschen. Es sollte wirklich nur leicht simmern. Alle Zutaten findet ihr bei uns wie immer auch als schriftliches Rezept unten in der Videobeschreibung bzw. in unserer App. Da findet ihr natürlich auch die ganzen Angebote, auch das unten in der Videobeschreibung. Unsere Empfehlungen, ihr könnt gute Produkte kaufen und uns damit ein bisschen supporten, ohne dabei mehr zu bezahlen. Treue Zuschauer des Kanals kennen dieses Konzept. Und bevor es jetzt weitergeht, noch der obligatorische Hinweis, wenn euch das Video gefällt, wenn euch dieses ganze Projekt hier gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo für den Kanal. Und schaut bei einem unserer Events oder Grillseminare vorbei oder auch einfach im Laden zur Beratung. Ich freue mich auf euch. Jetzt geht's weiter. Die 3 Stunden sind um. Ich habe natürlich schon gespingst. Es sieht hervorragend aus. Es ist wirklich perfekt geworden. Schaut euch euren Schweinenacken an, wenn er fertig ist. Geht mal mit der Grillzange so ein bisschen da drauf und guckt mal, wie weich der ist. Geht mal mit einer Gabel rein, guckt, ob ihr auch bis ins Innere weich durchkommt. Dann ist er perfekt. Wir holen ihn jetzt kurz aus dem Dutch Oven raus, in zum Beispiel so einen GN-Behälter oder in eure IKEA-Konzis-Form. Dann werden wir den mit Pulled Pork-Krallen richtig schön auseinanderzupfen und wieder in den Topf reingeben. Und dann sind wir noch nicht ganz fertig, denn im letzten Schritt werden wir das Ganze noch verfeinern. Ich habe jetzt hier unterm Dutch Oven nochmal die Brenner auf niedrigster Stufe angemacht, weil jetzt können wir die Soße so ein bisschen einreduzieren lassen bis zur gewünschten Konsistenz. Unseren gepulten Schweinenacken habe ich jetzt hier wieder reingetan und ihr seht, das hat wirklich schon eine geniale Konsistenz. So ein bisschen einreduzieren lassen kann man es noch. Und jetzt müssen wir es abschmecken. Und zum Abschmecken können wir neben Salz und Pfeffer, was man ja klassischerweise zum Abschmecken nutzt, vielleicht noch so ein bisschen Worcestersoße, Worcestersoße oder auch Sojasoße verwenden. Ja, was soll der Geiz alles rein damit? Und ein bisschen Barbecue-Soße eurer Wahl. Auch die tut so einem Gericht immer noch mal gut. Einfach ordentlich Barbecue-Soße noch mit da rein. Und dann Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Und fertig ist der ganze Zauber. Einfach Geschmack pur aus so einem Dutch Oven. Alle Aromen kommen zusammen. Egal ob Eintopf, Gulasch, Putenkeule oder hier so ein Schweinenacken. Es schmeckt einfach hervorragend. Gelinggarantie ist vorausgesetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo für den Kanal da lassen und schaut mal unten in die Videobeschreibung. Ich esse das jetzt hier auf, gemeinsam mit meinem Team und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.